Oh, shit. Ja! Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen in Köln. Ich war gerade zu Besuch auf der Kölner Messe und habe natürlich das Fahrrad immer dabei im Auto. Und da ja die letzte Street Tour wieder bei euch so gut angekommen ist, habe ich gedacht, es macht nur Sinn, das Fahrrad, das Downhill Bike, das Rose Soulfire jetzt wieder auf eine Street Tour zu entführen. Ich hoffe, ich kann mich hier unbemerkt von der Security aus dem Parkhaus rausschleichen. Ich kann mir vorstellen, es kommt irgendein Spruch, aber ja, ich würde sagen, wir schmeißen die GoPro an, es ist bestes Wetter und dann gehen wir Köln erkunden. Danke. Ich habe gedacht, jetzt kommt was wegen keinen Lichtern und Reflektoren am Fahrrad. Wir fahren auf jeden Fall Richtung Kölner Dom, dann sieht man da schon rausblitzen. Crankflip runter. Oh nee! Boah, sagt mal, passiert euch das auch ab und zu? Mir passiert es immer mal so, einer aus 10, dass man nicht losdreht den Crankflip. Jetzt aber. Tschu. Ich glaube, ich habe das erste gängige Stairgap gefunden, da drüben. Wo auch echt nichts los zu sein scheint. Ich muss bloß schnell bremsen, denke ich. Sketchy hier. Ja, safe. War gut? War gut. Echt nicht? Soll ich nochmal machen?
Ist rum? Ja, schon. Immer noch mal. Wenn ihr das nochmal sehen wollt und ihr guckt, dass keiner kommt, ja, das wäre Bombe. Wir wollen es nochmal sehen, deswegen gibt es eine Runde 2. Da läuft bloß gerade einer runter. Jetzt gesehen. Ja. Super. Ciao. Danke. Ich habe jetzt an sich noch ein geiles gefunden. Was ist das? Und hier kommt auch gerade keiner. Ist nicht so busy. Ich weiß bloß nicht, ob die rutschig sind. Oder nicht. Ich bin aber auf jeden Fall schon schön durch irgendeine Scheiße durchgefahren. Man sieht es zwar gar nicht mehr richtig, aber es riecht richtig ekelhaft. Die war geil, ey. Treppen wären geil, aber hier sind so viele Leute unterwegs. Ist, glaube ich, nicht so clever, die zu senden. La Ferrari. Finn ist mittlerweile am Start. Wir gehen jetzt mindestens zu zweit auf Street Tour. Mal gucken, ob wir noch ein paar Leute finden, die Bock haben, mit rumzuheizen durch Köln. Ja, die wären sick. Appelhofplatz. Ja, wenn Bock hast abzu... Ja, einer bleibt oben. Und einer geht runter und gibt Zeichen. Mach du. Gut? Nice, danke. Ja, Mann. Oh. Und wie schon bei den letzten Street-Videos, also wie in Zwickau und Leipzig und. Wenn ihr das Ganze wiedersehen wollt, dann lasst mal ein Like da, wenn es euch natürlich auch gefällt. Und lasst mich wissen, wo ich mal hinkommen soll. Ich time das immer so, wenn sowieso dort ein Contest ist oder irgendwas, dann versuche ich da auf so eine Street-Tour zu gehen. Und hier hat es jetzt auch wieder Bombe gepasst. Es haben sich jetzt auch noch zwei mehr Leute angeschlossen. Und jetzt heizen wir weiter. Ronaldo. Jo. Oh, shit. Das war knapp. Ey, den hätte ich auch gefangen. Warte, ich spiel mit. Ey! Ja, immer schön üben, dann spielt er irgendwann mal beim FC. Mal da durch? Ja. Oh.
Manual Cut. 3, 2, 1. Letztes Treppengap für heute. Wir sind jetzt in der Nähe von der Lanxess Arena und hier können wir auf jeden Fall noch mal reingappen. Ja. Nach ca. 3 Stunden Streettour und einigen Treppengaps später beenden wir jetzt das Video aus Köln. Es hat richtig Bock gemacht, hier wieder eine Runde Streetfahren zu gehen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wo ich als nächstes hinkommen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr neu zum Channel seid, dann lasst ein Abo da. Und wie schon zuletzt erwähnt, es kommt bald ein richtig fettes Edit. Könnt ihr euch drauf freuen. Haut rein, Leute. Peace.